Herzlich willkommen zurück zu Coral Island. Ja, und wie ihr seht oder gesehen habt, die heißen Quellen sollten wiederhergestellt sein. Und wir haben jede Menge andere Sachen hier bekommen. Wir haben ein bisschen gelevelt. Okay, ich habe hier noch einen Seepilz im Inventar. War der gestern auch schon da? Habe ich ihn nicht verkauft oder nicht weggepackt? Komisch. Okay, schauen uns mal wieder was hier im Fernsehen an. Bei Jeff. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Das hatten wir gestern auch schon gehabt mit den Truhen. Genau, die Story. Das Ganze hier aber frisch halten. Ja. Und Vogelscheuchen. Wir haben uns ja auch noch eine Vogelscheuche geholt. So. Wettervorhersage. Wie sieht's da aus? Sonne. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir das letzte Mal Regen? Am 3. Frühling oder so gefühlt? Oh, willkommen bei Coral Shopping. Küchenmesser, jetzt wird losgeschnippelt. Schnipple dich zu einem köstlichen neuen Gericht. Sushi, frischer Salat, was immer du willst. Jetzt bei Pfanne und Stiel für. Wir können das eh alles nicht kaufen. 3000, oh ja, 3000 Münzen. Gut, wir hätten es jetzt kaufen können, aber wir haben keine Küche. Wir müssen ja unsere Wohnung auch erstmal ausarbeiten oder unser Haus. So, Museum, da ist nichts Neues. Genau, das mit der Qualität, das kann auch noch etwas dauern. Hier, wir müssen zu Ling ins Labor. Das war der Punkt, den will ich auf jeden Fall heute noch erledigen. Produziere Bronzetangessenz. Ist immer noch nicht fertig gewesen, ne? Okay, hier haben wir gelevelt. Dann schaue ich einmal, was machen wir da? Doppelte Artefakte. Doppelter Seetang macht, glaube ich, mehr Sinn. So, können wir mehr Essenzen herstellen. So. Gut, sind wir gerüstet für den neuen Tag? Ich glaube schon. Oh, wir haben Post. Oh, was für ein langer Brief. Sei gegrüßt, Rainy. Ich freue mich zu verkünden, dass Thaletown in der Stadtbewertung die Note 5 erreicht hat. Noch nicht allzu nah an unserem alten Rang, aber ich glaube, wenn wir unser Bestes tun, um diese Stadt, die wir unsere Heimat nennen, zu erhalten, können wir es schaffen. Wegen der höheren Bewertung kehren Lieferanten, die uns verlassen hatten, langsam zurück. Jetzt bekommt man bei Sam Obstsamen, bei Jack Enten und Ziegen und eine ganze neue Kategorie Kleider und Möbel in der Boutique Weißer Flamingo. Außerdem hat Yoko genug Material, um ein Silo zu bauen, mit dem ihr eure Hühnerställe und Scheunen wiederherstellen könnt. Schaut also bei ihnen vorbei. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich hoffe, ihr unterstützt uns weiter dabei, dieser Stadt zu ihrem alten Ruhm zu verhelfen. In Dankbarkeit, Bürgermeister Connor. Ja, das hört sich doch gut an, ne? Obstsamen können wir jetzt auch kaufen. Und Enten und Ziegen. Gut, wir haben doch immer noch nicht mal Hühner oder so, aber das ist doch schon cool. Wir haben jetzt schon eine Note höher. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit getaucht haben und dort den ganzen Dreck weggemacht haben, ne? Daran wird es wahrscheinlich liegen. Oder vielleicht, weil wir auch so schön fleißig hier wieder am Arbeiten waren. So, dann haben wir das soweit fertig mit unserer schönen Farm. Dinge verkauft. Dann können wir einmal weiterschauen. Tauchen. Ja, tauchen ist immer gut, ne? Aber ich würde schon, ich will jetzt noch zu Ling, um das noch zu erledigen. Und bei Sam könnten wir ja eigentlich auch nochmal vorbeischauen und nebenbei natürlich ein paar Sachen hier sammeln. Oh, der Schmetterling ist schön. Aber die sind immer so schnell und der ist so weit oben, da komme ich eh nicht ran. Joa. Na, hier ist wieder was gespawnt. Sehr schön, sehr schön. Hochmotiviert in den nächsten Tag. Ach ja. Ach, Marc trinkt wieder seinen Kaffee. Ja, ja. Emily hier ein bisschen gechillt. Ach ja, es öffnet ja erst um 9. Wir haben noch eine halbe Stunde. Gehen wir dann nur zu unserem Marc einmal kurz Hallo sagen. Hallöle. Die heiße Quelle ist umsonst. Ich frage mich, wieso nicht mehr Leute dorthin gehen. Ja, Marc, jetzt gehen wir da auch irgendwann mal hin. Ich würde alle Tiere aus dem Tierheim befreien, wenn ich könnte, aber es wäre nicht sicher für sie. Sie können in der Wildnis nicht einfach so überleben. Genau. Das Thema hatten wir auch schon gehabt. Bin gespannt, ob der im Sommer was Neues erzählt. Hier, bitteschön, ein Geschenk. Na, das ist aber sehr aufmerksam von dir, Rainy. Ich weiß das sehr zu schätzen. Oh, Dankeschön, Dankeschön.
So süß, okay. Gut. Gleich am Morgen den Tag versüßt und dann geht's weiter. Ja, wir haben noch ein bisschen. Schauen wir uns mal in den Kalender. Was haben wir jetzt? Wir haben den 16., ne? Wir haben Erbfest bald. In 5 Tagen oder so. Wäre auch hier links Labor. Öffnet auch erst um 9, ne? Sollen wir zuerst zum Labor rennen? Ich meine, es vergeht auch ein bisschen Zeit, bis wir hinlaufen. Ich meine, ich habe ja jetzt keinen Kaffee getrunken. Jetzt komme ich mir wieder so langsam vor. Hier ist das Labor. Ah, Rainy, willkommen im Labor. Ich habe dich schon erwartet. Natürlich, ich weiß bereits über alles Bescheid, was während deines Tauchgangs passiert ist. Dir ist es gelungen, den Sonnenorb zu aktivieren. Ja, sogar ein paar mehr davon. Ich habe alles aus Kibbles Perspektive mitverfolgt. Ah, da ist auch eine Kamera drin. Ich bin froh, dass der Ozean endlich jemanden gefunden hat, der würdig ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich dir eine Erklärung schulde. Wofür? Dass wir tauchen dürfen? Bitte folge mir in mein Geheimversteck und ich erkläre dir alles. Oh, sie hat ein Geheimversteck? Ist ja süß. Geheime Basis hier, oder was? Wo soll ich anfangen? Nun ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich Superkorallen wie diese hier rund um Coral Island gepflanzt. Ach, sie hat sie gepflanzt. Superkorallen? Sie wurden speziell dafür gezüchtet, steigende Temperaturen im Ozean und feindliche Umgebungen zu überleben. Ah. Okay. Der Raum, in dem wir uns aufhalten, enthält mehr. F ah, Meervolk, wollte sie vielleicht sagen? Eine alte Technologie, die diese hartnäckigen, ölverschmierten Wurzeln entfernen und die kranken Korallen heilen kann. Aha. Also hat sie herumexperimentiert, ne? Mit der Technologie von den Meerjungfrauen und der Technologie, die die Menschen haben. Was du im Ozean gesehen hast, wie soll ich es sagen? Ganz einfach ausgedrückt, nehmen wir ein bisschen davon, was eine Superkoralle gesund macht, übertragen es auf die anderen kranken Korallen, damit sie wieder gesund. Wieder gesund werden. Mit der Kombination aus Humanwissenschaft, ein wenig Magie und der alten Technologie kann sich der Ozean erholen. Das ist jetzt viel zum Verdauen und ich bin mir sicher, du hast noch Fragen, aber mehr kann ich dir nicht sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Ja, aber es ist ja nicht so, als ob die Korallen mit uns reden. Wie versprochen, darfst du dir den Tauchanzug behalten? Eines noch, bevor ich dich gehen lasse. Ich möchte, dass du Folgendes weißt. Obwohl du als würdig erachtet wurdest, bist du nicht der Einzige da draußen, der so eingeschätzt wird. Was will sie uns damit sagen? Bist du nicht der Einzige, der so eingeschätzt wird? Hoffentlich ist das nicht falsch rübergekommen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dies wäre ein Los, dem du nicht entfliehen kannst. Ach so, also es ist kein Muss. Aha, okay. Alles klar. Aber ich mag das Tauchen. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Danke nochmals, dass du vorbeigekommen bist, Rainy. Bitteschön, bitteschön. Oh, neue Aufgabe. Korallenstellen heilen. 5 von 20? Was? Wir haben viel zu tun. Also, was gibt's hier Schönes? Wir können hier auch was einkaufen. Ah, hier gibt es auch diese verschiedenen Seetang-Dinger. Nicht schlecht. Und Verbesserung der Erzeugnisqualität. Was steht da? Saatgut-Upgrade-Stufe 1 erhöht die Chance, hochwertigere Ernten zu erzielen. Boah, das ist voll gut. Ich muss das auf jeden Fall freischalten, dann brauchen wir nicht mehr düngen. Wenn die automatisch schon hier.
verbessern. Stufe 1 erhöht die Chance auf Früchte von besserer Qualität. Die Chance auf Früchte von, ja. Heuverbesserung, Chance, tierische Produkte von höherer Qualität herzustellen. Wow, das sind richtig wichtige Sachen. Also wir müssen ganz fleißig diese Essenzen herstellen. Das würde unser Leben sowas von vereinfachen. Ach Luke, wenn du Samen kaufen möchtest, schau bei Sams Gewürzwarenladen vorbei. Er hat eine große Auswahl. Apropos Sam, ja genau, stimmt, da war was. Ich wollte sehen, ob wir auch Obstsamen schon kaufen können. Ich hätte gern ein paar Obstbäume. Nicht nur Gemüse. Voll cool, es tut sich wieder was. Hat sich gelohnt, so viel zu tauchen. Wir müssen unbedingt diese Essenzen herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, kleiner Käfer. Ja, hat nicht funktioniert. Oh Wunder. So, ein bisschen Müll sammeln. Und ab geht's hier rein. So, Tasche aufwerten wäre nicht schlecht. Ja, sehr gut. Endlich, wir haben mehr Platz. Und genug Geld. Sehr gut. Oh, das war auch, das ist so eine Erleichterung. Was kostet das nicht? 12.000. Okay, das wird eine Weile dauern. Aber wir haben schon mal hier ein bisschen was gemacht. Endlich mehr Platz. So, Sojabohnensamen können wir jetzt auch machen. Oder kaufen. So, Gurkensamen. Okay, aber es lohnt sich gar nicht mehr, ne? Weil 9 Tage, bis die produzieren. Und die 7 Tage... Es lohnt sich, solche, die mehrmals was produzieren, gleich am Anfang des Jahres, also des Monats zu pflanzen. Mohnsamen haben wir neu dazu bekommen. Radieschen ist auch neu. Die sehen süß aus. Vielleicht sollte ich die kaufen, ja. Ah, stimmt. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben. Und ich denke so, hä? Wieso ist mein ganzes Geld hin? Ja, ja, die Tasche, ne? Oh, Mann. Ah, ich hätte jetzt so gerne noch mehr Sachen gekauft. Ja gut, nützt nichts. Dann haben wir halt nur ein paar Radieschen, die wir einpflanzen. Ja. Ich habe übrigens auch versucht, auf meinem Balkon ein paar Radieschen anzupflanzen. Hat nicht so gut funktioniert. Ich scheine keinen guten grünen Daumen zu haben, leider. Gut, dass das im Spiel anders ist. Ach ja, ach ja. So, hier ein bisschen was. Was haben wir? Saft bekommen. So, können wir hier was da lassen? Nix? Ich dachte vielleicht den Pilz oder Muschel? Nee. Okay, gut. Dann nicht. Können wir alles verkaufen. Oder vielleicht in die Truhe packen. So, die Dorfbewohner chillen alle. Wäre cool, wenn die auch vielleicht irgendwie so arbeiten würden oder so. Wobei dieser eine Joko, glaube ich, der macht ja auch bei der Schreinerei immer was. Ne? Also die sind schon beschäftigt, das ist schon gut. Zack, zack, zack. Pflanzen wir gleich unsere Radieschen hier in die gedüngten Felder ein. Das ist perfekt. So. Und die Sachen können wir dann auch gleich wieder zurückpacken. Warte mal, der Müll ist ja in der anderen Truhe, ne? Ja. Falsche Truhe. Ich mach doch Bild die gleiche auf. So, wir können aber schon mal den Pilz hier reinpacken. Muschel verkaufe ich. Und die Essenz, ja, die lasse ich einfach drin. Jetzt kann ich ja noch nichts mit ihr anfangen. Wir brauchen davon mindestens 5 Stück, bis wir die Erweiterung machen können. Und die mit der Müll war ja... Ah, warum mache ich die falsche Truhe jedes Mal auf? Egal, ich habe jetzt keinen Bock. So, haben wir noch was verkauft? Jetzt überlege ich, was machen wir? Ja, das war unnötiges Truhe aufmachen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal weitertauchen, würde ich sagen. Oder... Ja, beim Ausblick waren wir ja schon. Ich glaube, ich werde da auch gleich ein bisschen was schneiden, damit ihr das nicht nochmal alles seht, weil da wird sich ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel tun. Wenn ich auf einen Orb treffe, lasse ich es drin, aber ansonsten schneide ich das dann auch mit raus.
weil das kennt man ja schon hier, ne? Da sind wir ja praktisch schon jeden Tag, wenn nicht mehrmals drin, unter Wasser. So, lass uns den Müll wegräumen. Jo, ich bin hochmotiviert, Kibbel. Zack, zack. Oh, Orb, Orb, Orb. Nice, sehr schön. Das wäre Orb Nummer 6, ne? Und wir brauchen 20. Haha, wir haben so viel zu tun. So, ich mache hier schon mal alles frei, weil der meckert bestimmt gleich wieder. Genau. Das passt. Ah ja, da geht das schon um die Ecke. Boah, was geht da auch so weit? Oder genau in diesem Ölfleck? Tatsächlich. So, zack, zack. Jetzt sollte es funktionieren. Und wusch. Und die Korallen sind wieder geheilt. Sehr gut. Das sieht immer danach so schön aus. Gut. Wir haben nicht mehr so viel Energie, aber wir machen noch ein bisschen weiter, bis das komplett leer ist. Und dann würde ich nämlich sagen, dann probieren wir mal zum ersten Mal unsere heißen Quellen aus. Ob das da was bringt oder wie schnell das geht, ne? Das weiß ich natürlich auch nicht, ob es sich überhaupt lohnt am Tag. Wenn die da so ewig braucht, um da Energie zu bekommen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber das testen wir ja alles aus. Zack, zack, zack. Oh, warte mal, warte mal. Ey! Ja, achtarmiger Seestern wieder. Cool. Wir brauchen jetzt Geld. Ich möchte neue Samen kaufen. So. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich halt erst so spät die Sachen freigeschaltet habe mit den Gurken und den Sojabohnen. Weil es lohnt sich eigentlich nicht mehr, die zu pflanzen, ne? Wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Oder vielleicht, wenn ich dann ein Gewächshaus habe. Hier kriegt man bestimmt auch eins. Okay, wir haben keine Energie mehr. Das heißt, wir bewegen uns langsam fort in Richtung anderes Gewässer. Ach ja, ach ja. So. Wie entdeckt Kibbel eigentlich unsere niedrige Ausdauer? Misst er unsere Sauerstoffzufuhr oder wie macht er das? Das würde mich ja jetzt interessieren. Ach ja, so, zack. Ich finde es halt auch schade, dass man den Anker nicht irgendwie woanders hinpacken kann, ne? Dass man immer an der gleichen Stelle ist. Könnte natürlich sein, dass wir vielleicht, wenn wir später ein Boot kriegen würden, dass wir dann vielleicht an anderen Stellen den Anker auswerfen könnten. Das wäre natürlich praktisch, weil sonst ist das schon ein bisschen nervig, dass man jedes Mal komplett zurückrennen muss, ne? So, um die Sache abzukürzen, gehen wir erstmal bis zur Farm, sammeln hier die Sachen schon mal ein, was fertig ist. Legen Sachen ab und dann läuft es weiter. So, zack, zack, zack. Wir haben sogar Erz und Steine da unter Wasser gefunden. So, Müll war, glaube ich, im anderen Teil, ne? War Seetang oder auch nicht? Nee, hier war ja nichts drin. Hier ist der Seetang, okay. Und Müll auch, ja. Ja, jetzt, wo wir die Sachen verarbeiten, haben wir gar nicht mehr so viel Müll, ne? So, die anderen Sachen verkaufe ich alle und versuche hier jetzt von der Essenz noch was nachzukippen, wenn es geht. Ja, das geht auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir haben aber kein Glas, ne? Ah, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Glas herzustellen, aber dafür brauchen wir ja den Brennofen, ne?
Das heißt, ich muss tatsächlich irgendwie in den nächsten Tagen in die Minen. Sonst wird das nichts mit unseren Essenzen hier. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, habe ich jetzt dieses achtarmige Ding schon im Museum versucht abzugeben oder nicht? Weiß ich nicht mehr. Gut, wir haben es jetzt 2 Uhr. Wir werden unterwegs noch. Warte mal. Ich wollte ein paar Sachen einfangen, wenn wir was finden. Ein bisschen Energie haben wir ja noch. So viel verschwendet man ja jetzt nicht. Och, Ben ist da mit den Ticken am Spielen. Süß. Jo, jo, jo. Zack. Können wir eigentlich jetzt. Oh, Kokosnüsse! Wir können Kokosnüsse jetzt ernten. Endlich! Nice! Oh, das macht mich glücklich. Kokosnüsse, Kokosnüsse. Da haben wir echt voll die gute Einnahmequelle jetzt auch mit den Kokosnüssen. Wartet mal, das ist doch. Was ist das hier? Ach, das ist das Observatorium, ne? Da waren wir ja schon. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich habe mich verlaufen. Hier sind die heißen Quellen. Das sieht so schön aus. Du kannst gerne ein Bad in der heißen Quelle nehmen. Sie ist öffentlich zugänglich. Dankeschön, Takeba. Du musst keinen Eintritt bezahlen. Ja, das wäre es ja noch, wenn ich auch noch dafür zahlen müsste, ey. Dann könnte ich genauso gut mir Kaffee kaufen gehen. Hier unten, glaube ich, ne? Kann man rein? So, zack. Sehr schön. Ab ins Wasser. Oh, schön. Ja. Das hat circa eine Stunde jetzt gedauert. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gerade rausgeschnitten, weil das, ja, keine Lust, einfach nur rumzustehen. Aber das ging doch recht fix, ne? In einer Stunde habe ich fast voll wieder meine Energie. Wir könnten natürlich mit der Energie wieder tauchen gehen, aber es ist schon 16:30. Ich würde eher sagen, ich würde gerne ein bisschen noch was auf unserer Farm tun, weil ich schon lange dort nichts mehr sauber gemacht habe, ne? Ja, schon wieder geschlossen. War das schon mal offen? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß gar nicht, an welchen Tagen das geöffnet ist. Werden wir dann auch alles im Winter erfahren? Oh, wen haben wir denn da? Ach, wie schön. Ich will da auch so sitzen und chillen. Kenny, hi Rini. Liegt es an mir oder ist es hier in letzter Zeit ruhiger geworden? Naja, du sitzt hier am Wasserfall. Ich weiß nicht, ob auf so einer Insel so viel Action ist. Oder ob das an Pufferfisch jetzt hängt. Dass die ruhiger geworden sind, weiß ich ja nicht. Ich wohne hier ja noch nicht so lange, ne? Wir sind ja erst mal hier knapp über 2 Wochen auf dieser Insel. Deswegen können wir das ja noch gar nicht einschätzen. So, aber Kenny ist auch ganz süß. Ich kann zwar immer noch nicht abschätzen, wie die alle zueinander stehen. Und hier sind ganz viele ja miteinander auch verwandt irgendwie. Ja. Das werden wir auch irgendwann mal erfahren. Aber jetzt mal erst ist Geld verdienen angesagt, ne? Immer noch. So, jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, wie der Kerl jetzt hieß, der an uns vorbeigelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht sogar schon Anfang Sommer mir ein paar Hühnchen anschaffe. Da hatte ich irgendwie richtig Lust zu. So, das können wir wieder einpflanzen. Und ein bisschen was verkaufen. Die Kokosnüsse einen lasse ich, glaube ich, da, oder? Oder 2? Ich bin immer so verunsichert. Vielleicht können wir die Kokosnuss noch jemandem verschenken oder so. Ich weiß es nicht, oder? Oder doch verkaufen. Eine reicht doch, oder? Ich meine, ich kann jederzeit noch ein paar mehr holen. Zack. Okay, auf geht's. Jetzt hier noch ein bisschen fleißig was am Tun. Damit wir auch Platz für einen Hühnerstall haben. Das ist so eine Genugtuung.
Das dauert echt lange, bis man so einen Baum gefällt hat. Ich muss echt die Werkzeuge verbessern. Oh, das geht nicht. Zack, wir sind jetzt mit der Energie jetzt auch am Ende. Ich habe fleißig was geschafft jetzt. So, und dann würden wir jetzt schlafen gehen und schauen, was wir heute verdient haben, Schönes. Oh, wir können jetzt ein Einmachglas fertig machen und irgend so ein Hydro-Ding. Und Makeshift-Bodenfliese, auch Fliesen. Oh, behelfsmäßiger Bogen. Wofür ist der denn? Einfach Deko? Sieht aber nicht so schön aus. Okay, Leute. Oh, noch eine. Ah, Futtersuche. Holzzaun, Holztor, Holzbodenplatte. Das sieht schon besser aus. Damit können wir was anfangen. Ja. Boah, 1300. Wow, Blumenkohl hat richtig Geld reingebracht. Nicht schlecht. Das sieht gut aus. Und hier auch. Und tauchen und fangen auch noch was. Sehr schön. Okay, Leute. Jetzt aber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.